Moin, meine Kampfkumpel-Zwerge und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Mortuary Assistant. Ja, ihr Lieben, wir sind in der 8. Schicht und wir versuchen immer noch das 5. Ende zu bekommen. Ich habe mich jetzt so ein bisschen schlau gemacht und geschaut, was wir machen müssen für das 5. Ende. Also soweit haben wir alles richtig gemacht. Nur müssen wir ein Event haben, um das 5. Ende zu bekommen. Das Ende, oder besser gesagt, das Event, wo ich immer sage, ey, das ist es, wir müssen ihr die Coins in die Hand stecken, war bis jetzt immer das Falsche. Das bedeutet, wir müssen anderes triggern oder anderes bekommen, wo sie auch eine Runde abhängt und die Hände dementsprechend so hat. Und das hatten wir bis jetzt sehr, sehr selten. Oder beziehungsweise gar nicht. Ich weiß es gerade gar nicht. Wir müssen mal gucken. Ich glaube, das 5. Ende zu bekommen ist sehr schwierig. Wir müssen einmal schauen und ich würde sagen, wir starten einfach mal und gehen in das Spiel. Ich weiß gar nicht, soll ich dann dementsprechend nur das Ende zeigen, wenn ich das dann bekomme, oder wollt ihr noch die Folgen zwischendurch sehen? Weil so ein bisschen Neues hatten wir jetzt den Raum. Ist jetzt irgendwas Neues dazu gekommen? Ich weiß es gar nicht. Also wir können hier auch nichts weiter machen. Wir müssen nur dieses eine Teil bekommen. Und da hängt sie randommäßig in einen Gang. Und da müssen wir ihr dann die Coins in die Hand stecken. Und dann den richtigen Körper verbrennen. Das Witzige ist, in der letzten Folge hatten wir das Problem, man konnte jetzt nicht definieren, wer der richtige Körper war. Also ich konnte zumindest nicht. Das ist, wie gesagt, witzig. Ich pack mal einfach... Ja, danke. So, die Fuße packe ich einfach mal hier rein. Was es immer auch zu bedeuten hat. So, guten Tag. Sorry, wenn ich jetzt... ich kann nicht mehr reden. Wenn ich jetzt gelegentlich mich räusper. So, ich packe das einfach mal. Das ist wichtig. Der sieht so gruselig aus. Oh, 1991. At least I can keep track of things. 1991. What? Falsch. Schön, das haben wir schon mal auf. Ich lasse die Dinger jetzt einfach hier liegen und höre sie mir nicht an. Scheiß drauf. Gut, ich würde sagen, ich gucke mal kurz hier. Hier haben wir ein bisschen Saft. Hier haben wir die Augenteile. Es wird spaßig. Ich hoffe, dass wir so langsam und allmählich mal das andere Ende, das 5. Ende bekommen. Das 6. Ende weiß ich nicht, ob es das Ende ist, was wir schon mal hatten. Oder ob es ein komplett neues Ende ist. Es wird auf jeden Fall als ein neues Ende deklariert. Nicole? Rosemary Owens? Wie heißt auch mit Nachnamen Owens? Johnson! Wir haben einen Mann! Guck mal! Sie ist neu! Mit Perwoll gewaschen. Gut. Dann wollen wir mal loslegen. Ich hoffe... Z mit Zorro. Z wie Zorro. Ah.
Also wie gesagt, es ist doof, wenn man immer etwas triggern muss oder auf ein gewisses Event warten muss. Das ist, naja, gut. Du kannst dich wieder umdrehen. There we go. Oh, das war's. Gut, mehr scheint sie ja nicht zu haben. Ich glaube, nein. Gut. Wir haben einen Nicole Richards. 30, rechte Schulter, rechter Arm, rechtes Bein. So. Die haben wir. Kann auch sein, dass sie das jetzt ein bisschen schwerer gemacht haben. Dass wir sie nicht sofort entdecken, den Dämon. Und das Grinsen weggemacht hat. Haben. Mensch. Gut, meine Hübsche, dann wollen wir mal. Genau. Das einmal. Habe ich hier gerade was gehört? Ich suche gerade die Nägel. Da sind sie doch. Ich weiß auch nicht, das sieht schon irgendwie leicht dämonisch aus, ne? There we go. Da sind sie. Mach das mal kurz auf. Danke dir. Alright. Alright. Gut. Bisschen rummixen müssen wir jetzt. Wir machen ein. Okay. Ja, von mir aus bleibt draußen. Ich mach die nicht auf. Hatten wir schon. Die kleinen Kinder von nebenan wieder. Oh, hat, cool. Hat sie gleich so rausgenommen. Holy Dings. Haben wir das schon gemacht? Lass mal kurz gucken. Ich glaube, das war Rosemarie, oder? Also von Johnson konnte ich das gerade nicht sehen. Also wie gesagt, ist es ein bisschen doof, ne? Ach ja. Es ist ein bisschen doof. Weil... Habe ich eigentlich alles dabei? Ja. Sorry. Ach ja. Mensch, nein. Gut, die sind genauso da wie das letzte Mal. I can't use that here. Ja, sorry, ich muss erstmal ran. Gut, haben wir schon mal. Ich gehe noch eine Runde rum. Ein Set haben wir schon mal. Ich finde das Teil so laut. Also es könnte eine garstige Rosemarie sein. Rosemary, meine... Was willst du denn? Oh mein Gott, Leute, ich habe von oben bis unten wirklich Gänsehaut. Warum renne ich denn auch auf die einfach zu, ey? Fertig. Gut, wir brauchen einmal das, glaube ich.
Nein, nicht die. Hör auf zu weinen. Und tschüss. Schön, dass wir drüber geredet haben. Also ich glaube... Ich habe ihren Namen vergessen. Irgendwas mit Richards. Irgendetwas mit Richards, den Rest habe ich vergessen, Liebster. I'm missing something. Ach ja, sorry. Das Fluid. Ich glaube... Wie oft haben wir das bekommen, dass sie im Gang einfach randommäßig abgehangen hat? Ich habe es extra so nett gerade umgesprochen. There we go. Gut. D. Ich definiere es jetzt einfach mal als D. Gut, wir sind aber schnell unterwegs. In 11 Minuten haben wir sie schon durch. Es war... Kann nur das hier sein. Und das Set? Set habe ich gar nicht gemacht, ne? Voll vergessen. Gut, wischi, wischi, wisch, 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 wisch. Die Augenteile waren hier. Nein, eins tiefer. Okay. Nein. Ich habe es eingepackt, ne? Oh. Nee, ich habe es nicht eingepackt. Na, Gott sei Dank. So, wischi, 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 wischi. Ich glaube, Mrs. Richards muss ich ans Telefon? Also viel hat man dazu nicht gesagt. Nur, dass man die Coins mitnehmen muss und dann hängt sie irgendwann vielleicht random... mäßig im Gang. Ich habe das Gefühl, wenn wir... Die grinst doch schon so komisch. Die freut sich schon doch auf Schabernack. Ich habe den Namen vergessen. Wie heißt du nochmal? Rosemary! Mensch! Rosemary und Annemarie. Beste Freunde fürs Leben. Sieht schon ein bisschen freudig aus. Ich dachte gerade, ich sehe was von Weitem. Die sieht spaßig aus, ne? Die sieht glücklich aus. Ich glaube, die möchte hier drauf liegen. There we go. Der andere Dämon bei den drei Mädels, der war garstig irgendwie, hatte ich das Gefühl. Der wollte nichts machen. Achso, sie hat ja gesagt, here we go again. So, wie hieß sie? Nicole. Rosemary. 80, die gute Dame. Bisschen davon, bisschen davon. Ich habe gerade Hämorrhoiden gelesen. Rechtes Dings... So, kurz stehen bleiben. Liegen bleiben. Meine Gute, liegen bleiben. Du musst nicht stehen. Wäre witzig, wenn sie oben da sitzen würde und hier hingucken würde. Machen die das nicht auch schon?
ist neu. Hallo? Ich bleib bei dir. Auch wenn du dämonisch bist, ich bleib einfach bei dir. Beste Freunde und so. Das mit der Tür ist neu. I'm missing something. Ach Gottchen, ich war schon einen Schritt weiter. Da war ich schon ein bisschen zu voreilig. Da wollte ich schon ein bisschen die Pumpe anschmeißen. So, das einmal und die guten. So, mal gucken, ob sie lächelt. Sie sah jetzt von der anderen Schicht wesentlich glücklicher aus. There we go. Sie lächelt. Das ist ein Lächeln, was ich sehen will. Die ist richtig spaßig dabei. Die will's wissen. Hilfe, ich glaube, ich habe einen Dämon auf meinem Tisch. I already have one of those. Oh, hab ich. Alright. Jetzt muss ich nur dieses eine Dings bekommen. Versteht ihr? Dieses eine Teil brauche ich jetzt nur noch. Wie sie jetzt eine Runde abhängt. Aber ich muss sagen, die andere Runde, die war ja schon ein bisschen schräger. Irgendwie fühle ich mich mit diesem Stück Papier irgendwie ein bisschen sicher. Ich weiß nicht wieso, dabei brauche ich dieses Ding gar nicht. Es donnert. Warum donnert es? Hat sie schon immer geregnet? Ja, gut, habe ich noch gar nicht. Also Rosemarie, allein der Name ist schon dämonisch. Ist es. Hätte ich irgendwann eine Tochter haben sie. Ich nenne sie doch. I'm missing something. Das ist auch neu. Yo, thought you'd be hiding in Billy's place. Your dad needs a total fucking loser. Ran down to the beach in just a sec. Grab your kid and get down here. Party's gonna start without you. Das ist neu. Also der Raum ist nicht neu. Oh Gottes Willen. Aber dass wir hier einen Anruf bekommen. I'm missing something. Ein Schlüssel. Ich werde gebadet. Oh, Schatz. Hast du einen neuen Ort ausgesucht, um mich zu besuchen, oder wie? You did this to me. It's all your fault. Hatte die falsche Seite. Die Wunde war auf der falschen Seite. Ich wollte es nur mal so gesagt haben gerade, ne?
So, wir können den Namen des Dämons herausfinden. Ganz kurz, Hübschen. Ganz kurz. Nein. Warte mal, ich habe Z, D, B, Z, D, B, Z, D, B, ein Z und ein D, B, Z, D, B, Z, D, B, Z, 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 D, B. Das könnte es sein. ZDB. Ich glaube, das ist es. Asel. ZDB. ZDB. Und die Tulpe. ZDB. Das ist es. Dum dum. I already have one of those. Ja, sorry. Ich wollte auf Nummer sicher gehen, okay? Sie lächelt, sie ist es. Die hat so viel Spaß hier. I can't use that here. Ja, sorry. So, mein guter Dämon, jetzt pumpen wir dich mal ein bisschen auf, ne? Wir brauchen nur dieses eine Ende, ne? There we go. Geh weg! Wo auch immer du bist! gut. Warum hat sie dann keine Narbe am Bauch? Es sieht so aus, als ob da hinten jemand stehen würde. Irgendwann wird hier einer stehen. Irgendwann. Jetzt wische ich gleich noch den Dämon das Näschen sauber. So, dann machen wir noch Klein Johnny fertig. Aber Leute, guck mal, wie die sich freut. Die will's wissen, die kommt zu euch nach Hause. Glaubt mir mal. Alright. Und so ein Lächeln habe ich in der letzten Folge vermisst. Oh, schade, ich wollte ein schönes Thumbnail-Foto machen mit dem jungen Mann da hinten. Rosmarie, Asiel. Das wie Daniel, sag ich mal. Ja, das ist ein Set. Dann machen wir ihn noch schnell fertig. Ich meine Gleichberechtigung. Oh, Johnny hat ein bisschen Angst, glaube ich. Die finde ich nicht, Rosmarie. Rosmarie ist ein sehr großes Ekel. Die verbrenne ich mit Freude.
So, mein guter Johnny, wir beide, ne? Wir sind doch ein gutes Team, oder? Bitte friss mich nicht. So. Er hat Kratzer, das könnte aber vom Dämon her eine Ablenkung sein. Und wie gesagt, Rosemarie, die Leiche, die grinst, die ist es. Danke dir. There we go. Ist die Tür gerade auf gewesen? Gut, Kandidat Nummer 3. Johnson. Johnson? Ist das nicht eher ein Nachname? Ich nenne dich Johnny. Ist das okay für dich, Johnny? Hast ja irgendwie gerade eh kein Mitspracherecht, ne? Wehren kannst du dich auch nicht. Also, pff, du heißt jetzt Johnny. Musst du halt mitleben, ne? Sportsfreund? Das ist die Rosemarie. Ja, sorry, Leute, das ist so offensichtlich. Ich glaube, die Dämonen sind auch unterschiedlich. Wir müssen mal... Achso, ja. Entschuldigung. Ich hab... Item. Ich habe mich gerade gefragt. Die Alte braucht frische Luft. Johnny, warte mal kurz. Ich muss die Rosemarie wieder reintröschen. Junge Dame, ich weiß, du hast Spaß dabei, ne? Was wollte ich gerade sagen? Ich glaube, wir haben ja hier verschiedene Kategorien von Dämonen. Es kann sein, dass die hier sehr aktiv sind, die Invidious. Und das letzte Mal hatten wir die Immortals. Immolations? Ich habe keine Ahnung. Also, ist gerade meine Vermutung, weil die das letzte Mal, in der letzten Runde doch... Habe ich gerade hier ein Gesicht gesehen? Ich sehe schon Dinge, ey. Was wollte ich euch vorher sappeln? Ja, ihr wisst, was ich gerade meine, ne? Verschiedene Dämonenarten. Manche sehr aktive, manche hinterhältige, die still sind. Keine Anzeichen geben. There we go. Bei so einem Gebiss würde ich auch ohnmächtig werden. Der isst dann meine ganze Stunde auf. Alright. So. Johnny, ne? Ich weiß ja nicht. Irgendwie alles dämonisch hier. Und ich bekomme diese eine Frequenz. Diese eine Zähne nicht. Das ist so ärgerlich. So, einmal die Klammer, einmal... Die guten. Ich glaube, dass wir auch schon die ein oder andere neue Szene gesehen haben. Also das mit diesem Zimmer, wo wir den Anruf. What? People make up stories. Death is a scary thing to a lot of people. No one's embalming any ghost bodies or whatever. Das war auch neu. Ja, wo sie auf uns zugekrochen ist. Ich glaube, das war neu und gruselig.
Und das glaube ich gerade auch mit dem Skapell. So, wir gucken uns nochmal alles an. Irgendwann wird sie direkt hinter der Tür stehen. Irgendwann. Also, den Sportsfreund hier finde ich schon, also den Dämon finde ich schon irgendwie aktiver, oder? Der ist irgendwie leicht aggressiv. Der andere war eher so passiv. Und meine Mentalität, die nimmt hier auch die ganze Zeit ab. Mensch, ist halt die 8. Schicht, ne? Da sieht man schon ein paar Gespenster. There we go. Angstschrei. Ich wollte nur die Maschine sauber machen. Ich trinke was. Komm schon, Dämon. Dämon, ich brauche diese eine. Das ist neu, oder? Nein, das kennen wir schon. Das kennen wir. Hallo? Da. Da ist es doch. Bisschen schwer zu erkennen. Löffel. Ja gut, kennen wir. Ey Schwester, hör auf damit, ne? Einfach mal nach oben geguckt. Kein Bock auf diese Samara-Kacke. Oder Sadako? Sadako, glaube ich. Mensch, ich glaube, ich bin gerade in den 80ern. Ist im angenehmen Raum. Yep. Hab ich das jetzt? Ich glaube, ich hab's. Okay.
einfach nur so, weil es mir dann besser geht. Ich bekomme diese eine Frequenz, diese eine Zähne nicht. Das ist ärgerlich. Jetzt habe ich den Dämon, aber ich habe diese eine Zähne nicht. Komm, Hübschi, ich mach dich mal hübsch, ne? Ich weiß nicht, ne? War schön, dass man jetzt so ein bisschen gucken kann. Vorher war das so, dass man immer starr nur auf der Stelle geguckt hat, wo man als letztes hingeguckt hat. Versteht ihr? Sehr schön. So, sie ist es definitiv. Die grinst auch sehr. Gut. Das, was jetzt uns übrig bleibt, ist eigentlich zu warten. Kann ich irgendwie im Internet surfen? Ach, das kennen wir ja schon. Right. This working? Yeah. This thing is huge. So, I guess, this is David. Raymond, this feels insane, but I think you were right. This has happened a few times now, but let me see if I can get in here. Oh mein Gott, der hat sich nur wieder eingeknackst. Fuck. Hat sich nur ein bisschen eingeknackst. So, Rosemarie. Mach mal was. Die eine Szene, wie gesagt, die eine Szene, und das ist der Gang, wo wir auch den Sarg hatten. Da muss sie eine Runde abhängen. Und dann können wir die Münzen reinpacken und das Necklace, das müssen wir in unsere Tasche lassen. Und dann müssen wir den richtigen Körper verbrennen. Und dann haben wir das fünfte Ende, Leute. Dann sind wir glücklich. Mehr müssen wir nicht machen. Aber allein diese Atmosphäre von diesem ganzen Raum ist eklig, ne? Warum hat er eigentlich so einen alten, rustikalen, dunklen Holztriesen hier eigentlich? Was das schon alles schon dämonisch aussehen lässt, plus die rote Lampe. Aus den, weiß ich was, 80ern? Wie Trigger ist... Wie kann ich das triggern? Ich habe gerade an sie gedacht, ne? Ich habe gerade an diese Sequenz gerade gedacht, ne? Don't you love your grandma? Schon immer Mama-Kind gewesen, tut mir leid. It's so cold out here.
Oh, meine Mutter würde ich reinlassen, aber nicht meine Großmutter. Oder Oma. Ja. Hast du nicht gesagt. So. Diese, bitte, diese eine Frequenz. Szene. Frequenz, ist mir egal. Hauptsache, dieses eine Teil. Dann haben wir es. Dann können wir uns um das sechste Ende kümmern. Vielleicht darf ich die gar nicht in die Hand nehmen. Es könnte möglich sein, dass ich die nicht in die Hand nehmen darf, sondern hier drin lassen muss. Deswegen triggere ich dieses eine Teil auch nicht. Oh, verdammt, das könnte möglich sein. Dann hätten wir ein Secret End. Das ist nämlich das Secret Ende. Weil ich die ganze Zeit versuche zu holen. Weil das, was ich gesehen habe, er hatte die Teile erst rausgenommen, als er die Szene hatte. Es tanzt ein Biber-Butzelmann in unseren Kreis herum. Eigentlich in Rosmaries Kreis, ne? Warum kann ich denn hier eigentlich bei dir... Oh, ich kann dich mir nochmal angucken. Ich find's auch krass, wie glatt er... Ich muss. Ah, komm, du wirst nur ein bisschen verbrannt. Du magst es doch warm, oder? Renn in der Hölle, mein Freund. Oh, das wird wieder laut, Leute. Ohren zu halten. Das ist ein... Oh, bei mir noch ein leckes. Genau. Mensch, das muss dann ein Druck drauf sein. Also ganz ehrlich, ich hätte langsam die Schnauze voll, wenn es das bei jeder Dämonenaustreibung so geht und ich in die Luft gesprengt werde, würde ich definitiv mir einen anderen Job suchen. It's nice not to be the one down there for a change. Mr. Dover? I think you can just call me Raymond at this point. Do you always just pass out and wake up on the floor? It takes a lot out of you. I've never simply walked out of here after. You get used to it. I'll be sure to clean the floors better. Raymond, will this ever end? I honestly don't know. I've been doing this a long time, Rebecca. I've traveled all over, learning everything I can. I've never found anything that could put a stop to it. So no, I don't think it does. So, we're just like this forever? It was hard for me too. But this is the life we get. We have to face our worst selves, constantly. But the better we know ourselves, the stronger we are.
Why don't you head home? Get some rest. Ja, danach kann ich definitiv pennen. Gut, das war das Ende 2. Ich werde mal in der nächsten Folge die Münzen nicht aus der Schublade holen. Ich lasse sie drin. Vielleicht triggere ich dadurch komplett was anderes. Oder die sagen sich, nein, du bekommst einfach dieses Ende nicht. Lass die Scheiße drin. Deswegen gucken wir mal in der nächsten Folge in Schicht Nummer 9. Oh mein Gott, irgendwann werde ich 20 Schichten haben. Dann gehe ich in Rente definitiv. Und bis dahin, meine Lieben, bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.